Und willkommen zurück bei Let's Play The Last Door, Season 2, The Playwright. Wir befinden uns jetzt in der zweiten Staffel. Das Kapitel ist Kapitel 5. Insgesamt sind wir jetzt also in Staffel 2, Folge 1. Jetzt nicht durcheinander kommen. Ihr wisst schon, was gemeint ist. So, in der letzten Folge waren wir als DeWitt unterwegs, haben unseren guten Freund Alexander besucht und von ihm eine kleine Spritze mit irgendwelchen Chemikalien in den Hals geschoben bekommen, weshalb wir halluziniert haben. Und es hat so zumindest in der Folge sich angedeutet, dass wir jetzt auf der Suche nach DeWitt sind, und zwar als sein Psychiater, als sein Seelenarzt. Aber nicht lang schnacken. Ich mache ein neues Spiel, weil ich habe es zwar schon angefangen und ich glaube 3 Minuten gespielt, und da ist aber so einiges schiefgegangen bei mir grafisch. Insofern mache ich mal ein neues Spiel. Sie kommen. Sie ist so ein Kreis aufgemalt. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht, mit welchem ich jetzt anfange. Damit konnte keiner von uns rechnen. Die Visionen und Schreie waren nur Warnungen. Kann ich auch rausgehen? Nee, rausgehen kann ich nicht. Es ist eine Frau. Und nun ist es zu spät. Wo war das denn? Where? The Game Kitchen. Yes. Also wenn man diese Spieleentwickler finanziell unterstützt, bekommt man unter anderem den Soundtrack. Das ist ziemlich cool. Ja, hier, das ist abgeschnitten. Das sehe ich auch nicht anders als ihr jetzt. So ein bisschen haben die sich wohl vertut. Wir hoffen, ihr gefällt die Übersetzung. Ja, ja. Alejandro Mogolo. 2971 großzügiger Spender. Tja. Könnt ihr mal sehen. Dieses Spiel lebt von der Community. Macht mit und setzt sein Zeichen. Yes. The Last Door. Cool. Imox. Imox again, dieses Spiel. Oui, oui. Was kommt jetzt? Letzte Nacht hatte ich wieder diesen Albtraum, aber dieses Mal war es anders. Dieses Mal sprach er zu mir. Kann ich irgendwas machen? Ich glaube nicht, oder? Nein. Es war dieselbe fremde Straße, menschenleer und totenstill. Ich lief ziellos umher, als hätte ich mich verlaufen. Dann konnte ich es hören, das gebrochene Stapfen über die nassen Pflastersteine, das vertraute Geräusch hinkender Schritte. Nein, ein Zombie! Geh weg, ich hab Angst. Wer ist er denn? Dann, wie zuvor, stand er vor mir und starrte mich unnachgiebig an, so als würde er etwas von mir erwarten. Kann er gar nichts erkennen, hat er lange schwarze Haare? Dieses Mal sprach er: Gebt mir zurück, was er nahm. Sonst nichts. Gebt mir zurück, was er nahm. Gebt mir zurück, was er nahm. Hat der Witt ihm irgendwas weggenommen? Ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Huch, da sind wir wieder. Verdammt, ich bin wieder eingeschlafen. Wie spät ist es? Oh, herrliches Wetter. Der Morgen graut. Es ist Zeit. Zeit wofür? Cooles, Lupensymbol. Voll gepimpt. Oh, Pferdchen! Oh, das Pferdchen sieht aber traurig aus. Trauriges Pferdchen. Es lag schon Monate zurück, dass Kaufmann und ich jenen rätselhaften Brief in Anthony Beechworths Residenz gefunden hatten. Ein nie versandter Brief, der in kryptischen Worten vor dem warnte, was passierte, würde eine gewisse letzte Tür geöffnet. Lediglich der Name des
Adressaten gingen daraus hervor. Alexander Dupree. Wir waren sicher, dass Dupree der Schlüssel war, um meinen Patient und Freund Jeremiah DeWitt zu finden, der unter so seltsamen Umständen verschwand. Geplagt vom Tod seines Freundes Anthony, besuchte DeWitt die Schule seiner Kindheit und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Kaufmann entwickelte bald eine tiefe Beunruhigung und warnte mich eindringlich, meine Untersuchungen nur unter größtmöglicher Vorsicht anzustellen. Er selbst machte eigene Nachforschungen, doch seine Methoden und Schlüsse behielt er für sich. In seinem letzten Brief bat er mich, die Irrenanstalt von East Hill in London zu besuchen. Es gibt Grund zur Annahme, dass Alexander dort mehrere Jahre in Behandlung war. Ich sollte diese Hypothese überprüfen und, falls korrekt, weitere Hinweise sammeln. Irrenanstalt, das heißt Nervenheilanstalt. Oder Nervenklinik. Oder Klinik. Oder Heim der Minderbemittelten oder irgendwie so ähnlich. London. East Hill. Ach, ich kann hier reisen oder was? Also normalerweise? Gut, East Hill. Zweite Staffel, erste Episode. Der Dramatiker. Also doch Dramatiker. Dies ist also die Irrenanstalt von East Hill. Hoffentlich finde ich hier etwas über Alexander Dupree raus. Damen und Herren, die Neuesten, was? Keine Ahnung, der redet so schnell. Ungeheuer in St. Ives entdeckt. Neuigkeiten über den Fall des toten Botschafters. Guten Morgen, ich möchte eine Zeitung kaufen. Natürlich, das kostet einen Halbschilling. Ich habe keinen Halbschilling. Kannst du mir auf einen Schilling rausgeben? Nein, tut mir leid, mein Herr. Aber wenn Sie an Kleingeld kommen, wissen Sie ja, wo Sie mich finden. Mein Gott, schenke ihm doch den halben Schilling. Ist das so viel? Was weißt du über dieses Gebäude? Das Irrenhaus? Ich war nie drin. Und das soll auch so bleiben. Das ist voll von Spinnern, wissen Sie? Ist dir irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Nun, wie wäre es, wenn Sie erstmal eine Zeitung kaufen? Na gut. Wiedersehen. Dann gehen wir erstmal rein. Waren wir hier denn auch schon gewesen? Ich glaube nicht, oder? Was ist das denn? Riesenlupe. Einige Papptafeln liegen auf der Bank. Auf jeder ist ein vollkommen symmetrisches Muster aus schwarzer Tinte. Lassen Sie die Tafeln bitte, was? Da liegen, die gehören Ihnen nicht. Guten Morgen. Ach ja, ein wundervoller Morgen. Das Sonnenlicht ist heute von bezaubernder Art. Wie bitte? Das Licht, wissen Sie, lässt alles anders erscheinen. Es berührt die Dinge, durchströmt sie und verändert ihr Wesen. Es lässt sie schillern und lässt sie sterben. Leben Sie hier in der Anstalt? Ja, das tue ich. Meine Familie ist ein bedeutender Gönner von East Hill. Sie haben mich hier eingewiesen. Aber ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Ihnen fehlt einfach der Sinn für meine Kunst. Und für Kunst im Allgemeinen, um ehrlich zu sein. Sie verkennen sie für Irrsinn. Was zeichnen Sie denn da? Ich zeichne nicht bloß, mein Freund. Ich versuche, das Licht zu spüren und seine Kraft in das Papier zu überführen. Doch diese Esel können dem nichts abgewinnen und wollen nicht, dass es mir gelingt. Also nehmen Sie sie mir weg. Sie nehmen meine Zeichnung, betrachten sie und lachen. Lachen, weil ihre Augen blind sind, wo meine das Licht sehen. Doch irgendwann, eines Tages, wird es wieder jeder verstehen. Wer hat Ihnen Ihre Kunst denn weggenommen? Diese blöden Pfleger, die sich hinter großen Spiegeln verstecken und sich sicher wähnen und mich anstarren, mich beobachten. Sie machen sogar Notizen. Sie haben da ein paar seltsame Bilder neben sich liegen. Die hier, meinen Sie? Das ist die einzige Art von Kunst, die man hier schätzt. Die Ärzte wollen damit die Patienten verführen, ihre innersten Geheimnisse preiszugeben. Die gebe ich nicht zurück, solange ich nicht die Bilder wiederbekomme, die mir gestohlen wurden. Na toll. Mein Name ist Dr. Wakefield. Ich suche einen Mann, der hier früher wohnte. Kennen Sie vielleicht einen gewissen Alexander Dupree? Der Name sagt mir nichts. Aber ich bin noch nicht lange hier. Sie sollten die anderen Patienten fragen. Vielleicht können die Ihnen helfen. Manche sind schon jahrelang hier. Oder Sie fragen die Wüstlinge, die uns hier betreuen. Die Wüstlinge, die uns hier betreuen. So, der Tonfall wäre richtig gewesen.
Wissen Sie, wo Ihre Zeichnungen jetzt sind? Ich vermute in den Archiven. Ich habe gesehen, wie andere konfiszierte Gegenstände dorthin gebracht wurden. Sie sind anders als die anderen. Kann ich Ihnen vertrauen? Ich will schon seit Tagen hineinschleichen, aber Fräulein Riswell hält Wache an der Tür. Ich habe sogar den Schlüssel von einer der Wachen gestohlen. Sie sind Arzt, Sie bekommen sicherlich Zutritt. Wenn Sie meine Zeichnungen bergen, wäre ich so dankbar. Hier, nehmen Sie den Schlüssel. Ich muss gehen. Einen schönen Tag. So, na guck. Das ist eine Hintertür oder so? Eine große Stahltür, sie führt wohl in den Sicherheitsbereich der Anstalt. Patientenquartiere, aha. Die Tür ist verschlossen, ich kann sie nicht öffnen. Gut, dann gehen wir halt wieder zurück. Da, 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 der Dramatiker. Spön ja spannend. Dann gehen wir halt durch den Haupteingang. Guten Tag. Guten Morgen, Fräulein. Mein Name ist Dr. Wakefield. Ich bin Psychiater. Ach du liebe Güte, guten Morgen. Verzeihen Sie mein Benehmen, aber es ist immer so aufregend, wenn wir Besucher bekommen. Wir bekommen nicht viele, schon gar nicht von Experten wie Ihnen, die wir hier so dringend bräuchten. Wie meinen Sie das? Ihnen fehlen die Experten? Jedes Jahr kürzt uns die Krone die Mittel. Da sind erst die Ärzte gegangen und dann die Pfleger. Jetzt sind nur noch wenige übrig. Aber wir tragen die Verantwortung für die Patienten, etwa nicht? Wir müssen uns um sie kümmern. Die können nicht raus und mit den richtigen Leuten leben. Wir müssen uns schützen und unsere Patienten auch, natürlich. Ich suche einen Mann, der vor ein paar Jahren Patient hier war. Sein Name ist Alexander Dupree. Sind Sie ihm eventuell mal begegnet? Alexander Dupree. Ja, da war mal jemand mit einem ausländischen Namen. Ein bisschen weiß ich noch. Ein guter Mann, wenn ich mich recht entsinne. Ein gebildeter Mann. Aber irgendwas war seltsam an ihm, nicht wahr? Ich glaube, er machte den anderen Patienten Angst. Man weiß ja nie bei diesem Haufen. Tut mir leid, dass ich nicht mehr viel weiß. Es waren so viele Leute hier, das ist kaum zu überblicken. Arbeiten Sie schon lange hier? Ja, sehr lange. Ich habe aufgehört, die Jahre zu zählen. Zeit vergeht langsam hier und die Isolation. Wir dürfen nicht raus, das ist die Regel. Ich weiß gar nicht mehr, was in der Welt so passiert. Aber Pflicht ist eben Pflicht, nicht wahr? Wer soll sich sonst um die Patienten kümmern? Dürfte ich um Zutritt zu den Archiven bitten? Dort sollte es Informationen über den Mann geben, den ich suche, Herrn Dupree. Es tut mir leid, Herr Doktor, aber die Archive sind privat. Wir können keinen unbefugten Zutritt gestatten. Viele unserer Patienten stammen aus guten Familien, deren Privatsphäre nicht beeinträchtigt werden darf, wenn Sie verstehen. Bitte schauen Sie nicht so geknickt. Sie hätten ohnehin nicht viel gefunden. Es ist lange her, dass da jemand Ordnung geschaffen hat. Okay, die will also eine Zeitung haben, ja? Okay. Ein Bücherregal. Das sind keine Fachbücher über Psychiatrie und Medizin, sondern Romane für die Patienten. Okay, okay. Tut mir leid, der Zutritt zu den Archiven ist, der Text ist viel zu schnell. Ist nicht gestattet, okay. Gut, hier dürfen wir nicht lang, dann gehen wir mal nach oben. Dies ist wohl der Gemeinschaftsflügel, wo Patienten ihre freie Zeit verbringen. Vielleicht finde ich hier jemanden, der Alexander Dupree während dessen Zeit in East Hill getroffen hat. Ein Mann in verschlissener Armeeuniform schaut gedankenverloren ins Nichts. Na, super, ich kann mir denken, was das für einer ist. Die Büste ist dem Patienten ein stummer Begleiter. Eine Marmorbüste der griechischen Göttin Hygeia. Sie steht für körperliche und geistige Gesundheit. Was der alles weiß? Na gut, als Psychiater. Entschuldigen Sie, mir ist Ihre Uniform aufgefallen. Waren Sie in der Armee? Lassen Sie mich in Ruhe. Sie wollen nicht mit einem Feigling wie mir sprechen. Verzeihung, lassen Sie mich in Ruhe. Ich bin nur ein Feigling. Okay, gut, der will wirklich nicht mit uns reden. Die warme Dekoration dieses Raumes vermittelt eine schöne Atmosphäre für das Wohlbefinden des Patienten. Nein, wird schön. Da ist auch eine Frau, ne? Guten Morgen, gnädige Frau. Mein Name ist Wakefield. Ich suche einen früheren Patienten dieser Institution. Das Grollen. Sie scheint mich nicht bemerkt zu haben.
Ich suche einen Mann, den Sie vielleicht kennen. Sein Name ist Alexander Dupree. Huch. Was für eine heftige Reaktion, als sie Duprees Namen hörte. Sie muss ihn zumindest begegnet sein. Wie kann ich sie dazu bringen, dass sie mit mir spricht? Ist das der Pfleger? Guten Morgen, ich bin Dr. Wakefield, Psychiater. Sie haben eine sehr beeindruckende Institution hier. Können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche nach einem früheren Patienten dieser Anstalt. Sein Name ist Dupree. Es tut mir leid, diesen Namen habe ich noch nie gehört. Vielleicht weiß einer Ihrer älteren Kollegen etwas über diesen ehemaligen Patienten? Nun, Sie können Fräulein Riswell in der Eingangshalle fragen. Sie ist schon seit Jahren hier. Vielleicht schon zu lange. Wir Pfleger leben hier, wissen Sie, zusammen mit dem Patienten und dürfen das Anstaltsgelände nicht verlassen. Dieses Leben kann einen ganz schön mitnehmen. Wenn man nicht aufpasst. Mitnehmen, wenn man nicht aufpasst. Ich versuche, so viel Abstand wie möglich zu den Irren zu halten. Ist aber nicht ganz nett. Die Anstalt ist recht groß, aber es sind auffallend wenige Patienten zu sehen. Nun, von der Isolierstation mal abgesehen, haben wir tatsächlich gerade nicht viele Patienten, aber noch weniger von unseren Pflegern. Wir sind nur 3 für die gesamte Anstalt. Was man so hört, waren die alten Zeiten besser, mit genug Einkommen für komplettes Personal, angemessene Unterkünfte für die Patienten und die besten Ärzte. Doch als die neuen, größeren regionalen Anstalten gebaut wurden, wurden die Unterstützung der Krone allmählich von East Hill abgezogen. Das war der Anfang vom Niedergang. Sie sehen, was übrig ist. Die Patientin scheint durch meine Frage zutiefst beunruhigt. Unter welchem Zustand leidet sie? Sie meinen Frau Conner? Wie wird das ausgesprochen? Conner? Sie ist schon sehr lange hier, sogar länger als ich. Sie hat eine Art Nervenleiden, aber die Ärzte haben aufgegeben, nach der Ursache zu suchen. Sie scheint auch von bestimmten Themen, wie alte Kulturen, besessen zu sein. Gut, trotzdem danke. Ich lasse Sie dann wieder in Ruhe arbeiten. Okay. Alte Kulturen, so. Frau Korn ist sehr aufgebracht. Bitte stören Sie sie nicht weiter. Okay. Gut. Geht's hier noch weiter? Jawohl. Huch, was ist das denn hier? Das Fenster wird von einem dünnen Metallstück offen gehalten. Huch! Was ist das denn? Huch! Jetzt, da der Raum abgedunkelt ist, kann ich durch den falschen Spiegel sehen. Auf der anderen Seite liegt ein mit Gurt fixierter Patient, der verzweifelt versucht, sich zu befreien. Sein Gesichtsausdruck ist der von unerträglichem Grauen. Ach du Scheiße. Sieht aus wie eine Krankenakte. Edward Roan, 27. Akute Demenz. 25. September 1891. Der Zustand von Herrn Roan hat sich seit letzter Sitzung verschlechtert. Morphium bewirkt keine Besserung seiner Unruhe. Letzte Woche entwickelte er ohne ersichtlichen Grund eine Zwangsstörung. 17. September 1891. Die Dosis des Patienten wurde verdoppelt, ohne Wirkung. 29. September 1891. Dr. Vidal wurde angegriffen und ins Gesicht gebissen. 4 Männer waren nötig, um den Patienten Mr. Roan zu bändigen. Bei Untersuchung fanden wir 3 Wunden an dessen Körper, möglicherweise Selbstverletzungen. 3. Oktober 1891. Mr. Roans Zustand verbesserte sich von Tag zu Tag, sowohl körperlich als auch geistig. Sein Verhalten hat sich grundlegend gewandelt. Er zeigt nun Interesse an Religion und verbringt seine Zeit betend. Die Gebete sind allerdings weder mir noch meinen Kollegen bekannt. Aha. Okay. Ein Glasbehältnis mit einer klaren Flüssigkeit. Vielleicht Wasser, vielleicht auch nicht. Am Boden liegt eine Münze. Plöpp, es hat ein halber Dingsi. So ein halber Dingsi, ein Halbschilling. Ah, guck. Okay, das haben wir schon gelesen. Das ist ziemlich böse, ey. Ich den dazu befragen? Nein. Gut, dann holen wir jetzt schnell noch eine Zeitung. Drücken die Zeitung der guten Dame in die Hand, die uns dann hoffentlich ins Archiv lässt dafür.
Eine Zeitung, bitte. Das macht 6 Pence, mein Herr. Hier, Ihre Zeitung, mein Herr. Was kannst du mir über die Anstalt erzählen? Na gut, Sie müssen wissen, da kommen nachts immer Stimmen aus der Anstalt. Die Insassen jammern, singen, fluchen wie verdammte Seelen. Normalerweise, aber heute Nacht war es anders. Alles war ruhig, sag ich Ihnen. Mucksmäuschenstill. Die ganze Straße. Ich habe rübergeschaut und die Fenster vom Irrenhaus waren alle schwarz. Kein Licht, als würde jeder dort schlafen. Ganz ungewöhnlich. Doch dann auf einmal ein Schrei, wie ich ihn noch nie gehört habe. Das war kein Mensch, das war ein Teufel aus der Hölle. Das ist in der Tat sehr merkwürdig. Danke, dass du es mir erzählt hast. Sicher doch. Mach's gut, Junge. Wiedersehen. Die Illustrated London News von heute. In der ersten Schlagzeile geht es um einen makaberen Fall. Scotland Yard schweigt zum Fall des türkischen Botschafters, der letzten Samstag unter mysteriösen Umständen tot aufgefunden wurde. Unsere Quellen vermuten Mord. Ich muss mal eben, Moment eben. Ich hoffe, ich denke dran, das Husten rauszuschneiden. Entschuldigung, die Erkältung hat mich immer noch ein bisschen in ihrer Gewalt. So. Die zweite. Seeungeheuer in St. Ives entdeckt. Überreste einer Seeschlange wurden gestern Morgen am Strand gefunden. Vermutlich stammen sie von einem Museum an der spanischen Küste, das vergangenen Monat einer Sturmflut zum Opfer fiel. Eine weitere Zeichnung bewirbt eine Operette namens Pinselstriche der Liebe. Rottori, Pinselstriche der Liebe. Möchtest du? Sei mein Pinselstrich der Liebe. So, dann geben wir ihr doch mal die Zeitung. Ach nein, wie aufmerksam. Wie aufmerksam von Ihnen. Vielen herzlichen Dank. So, jetzt gehen wir mal da rein. Ha, ich bin so schlau. Ich bin so klug. Das ist das Archiv. Die Anstalt ist verpflichtet, die Krankenakten aller Patienten vorzuhalten. Falls Herr Dupree tatsächlich hier eingewiesen wurde, sollte sich seine Akte hier irgendwo finden. Dieser Schreibtisch wurde lange Zeit nicht benutzt. Zwar ist er übersät mit alten Unterlagen und Stiften, doch alles ruht unter einer dicken Staubschicht. Aha, aha. Ich gucke mir alles an. Porträt eines fixierten Patienten umgeben von Pflegern und einem Arzt. Ja, sowas hängt man sich da gerne in die Bude. Oder ins Büro. Die Schublade sind allesamt abgeschlossen. Geht das nicht? Nee. Die Schubladen sind allesamt abgeschlossen. Der Schrank enthält zahlreiche Unterlagen, die den Krankheitsverlauf vom Patienten dokumentieren. Alles von vor 2 Jahrzehnten bis heute. Na also, seine Akte. Dupree Alexander, Raum 108a. Ah, Mist. Okay, müsst ihr dann vielleicht einmal zurückspulen und langsam lesen. Muss ich gleich auch tun, weil ich habe zu schnell geklickt. Weil ich dachte, ich könnte das nochmal anklicken. Nur ein kleiner Zettel ist übrig mit der Adresse Paul Street 26. Okay, ich muss doch irgendwo... Ein Metallspind auf einem kleinen Schild steht, konfiszierte Gegenstände. Ah! Plöpp! Einige persönliche Gegenstände. Wahrscheinlich haben Angehörige sie geschickt, die Pfleger... Sie aber für unsicher befunden. Zudem liegt hier ein dicker Stapel Papier, achtlos zusammengebunden mit Skizzen und Bildern eines gestörten Geistes. Ja, die nehmen wir doch mal mit. Kann ich mir die angucken? Schade. Skizzen und Bilder aus Wasserfarben mit verschiedenen Motiven. Ein Baum, eine Blumenvase, etwas, was ein Porträt sein könnte. Aber die Farben sind verstreut und die Formen gebrochen, aufgelöst und wie in einem Wirbel vermischt. Ja, immerhin hat er erkannt, was es ist. Gut, okay. Dann gehen wir wieder. Ich gebe ihm jetzt noch die Bilder zurück und dann mache ich auch einen kurzen Cut. Schubidu, schubidu, schubidu. So, plöpp, bitteschön. Hier, sind das Ihre Zeichnungen? Grandios, Sie sind zurück. Irgendwann wird jeder Licht und Form so verstehen, wie ich es tue. Danke, mein Freund. Wenn Sie möchten, nehmen Sie diese Papptafeln. Ich brauche sie nicht mehr. Na klar. Vollkommen so mit Tintenfleck-Dingsies, ne? Kann ich mir die angucken? Hier eine symmetrische Form, Tinten, sie immer ab, welche Patienten sollen da die Brühe stellen. Ah, das ist die erste Tafel. Ein Schmetterling! Die
Die Konturen sehen organisch aus. Ja, das ist ein Käfer. Fast wie Insekten. Das ist, ja, eine Fliege, ne? So, das Hellgraue sind die Flügel, eine dicke Fliege. Oh ja, das ist die weinende Maske. Total toll. Kennen wir doch woher. Schön, schön. So, komme ich jetzt hier rein? Ist hier jetzt offen? Nein, immer noch zu. Gut. So, meine lieben Freunde, ich mache dann hier einen kurzen Schnitt, bevor wir jetzt zu dieser Apartmentnummer aufbrechen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, falls nicht schon geschehen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht bei Let's Play The Last Door. Bis dann. Ciao.